Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast, der Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung, wie immer gemeinsam mit meinem Kollegen Marco Färber. Es gibt wenige Geschichtsthemen, die uns mehr faszinieren als der Aufstieg und Fall von Großmächten und das Entstehen neuer Weltordnungen. Wir waren anfangs der 90er Jahre selbst Zeuge vom Zerfall der Sowjetunion und dem Verschwinden des Ostblocks und dem Aufstieg der USA zur alleinigen Supermacht. Doch bereits ist die Rede von einer postamerikanischen Zeit, vom Aufstieg Chinas, von einer neuen Weltordnung, neuen Machtverhältnissen. Professor Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin hat sich intensiv mit Fragen von Macht und der Logik von Weltherrschaft und Weltordnungen befasst. Er ist heute unser Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Professor Münkler, bei NZZ Standpunkte. Gerne. Herr Professor Münkler, anfangs der 90er Jahre, das Ende des Ost-West-Konfliktes. Wir haben alle auf eine neue Weltordnung gehofft. Es wurde viel darüber debattiert, wie die aussehen könnte. Man hat sich eine Friedensdividende erhofft. Haben Sie das damals auch erwartet? Sicherlich. Und man kann ja auch sagen, diese Friedensdividende ist in vieler Hinsicht eingetreten. Und wir sind aus der Zeit der nuklearen Geiselnahme ausgetreten. Also wir leben in Relation sicherer und wir wenden weniger Geld für Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben auf. Aber was sich nicht erfüllt hat in dieser Phase, jedenfalls, wenn man das von außen so ein bisschen betrachtet, ist so was wie eine neue Weltordnung. Das ist natürlich auch schwierig. Und in der Retrospektive betrachtet war es eigentlich ganz unwahrscheinlich, dass unter den Bedingungen, dass ein Ordnungssystem bipolarer Art, bei dem gewissermaßen wie Magneten zwei Seiten ihre Gruppierungen um sich geschart haben, dass, wenn eine Seite wegfällt, dass daraus eine neue Ordnung entwickelt, sondern man muss zunächst einmal, nachhinein ist das sehr plausibel, davon ausgehen, dass das eine ungefähr so bleibt, sich eben ein paar neue anschließen und auf der anderen Seite eine große Unordnung herrscht. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. War man zu euphorisch damals, anfangs der 90er? Ja, vermutlich. Aber das ist so immer der Fall, wenn emotionale Faktoren ins Spiel kommen, und angesichts dieser Begeisterung und Aufbruchstimmung ist sicherlich das Emotionale stärker gewesen als die kalte, rationale Betrachtung. Wenn jetzt der Politologe, Politikwissenschaftler mit dem Blick auf die ganze Welt zurückschaut, 1990 bis jetzt, was würden Sie denn sagen, sind die Hauptentwicklungen, die festzuhalten wären? Also unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten würde ich herausstellen, das Wegfallen klarer, konfrontativer Konstellationen. Also nicht mehr hier der Kommunismus, Sowjetunion und hier... Ja, die liberale westliche Gesellschaft. Das hat eine Reihe von ordnungsstiftenden Effekten gehabt. Diese Polaritätssituation, das ist weg. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken, was mögliche Bedrohung wäre, sondern wir müssen eher über unsere Verletzlichkeit nachdenken. Im Gefolge dessen sind, denke ich, auch die klaren Trennlinien verschwunden, also zwischen Krieg und Frieden, Kombatanten, Nonkombatanten, kriminellen oder politischen Gewaltakteuren. Also ich glaube, das sind in sicherheitspolitischer Hinsicht die entscheidenden Ereignisse. Dann das Wiederentstehen einer europäischen Mitte. Ist vielleicht jetzt weltpolitisch nicht das Bedeutsamste, aber für uns Europäer haben sich damit doch Konstellationen wiederhergestellt, wie sie im Prinzip bis Jalta oder Potsdam, also zwischen 43 und 45, gegolten haben. Und das Problem, das sich damit verbindet, ist die Frage, inwieweit diese Mitte in der Lage ist, Europa ja im weiteren Sinne zu ordnen und zu regieren. Also die Diskussion, ob die Deutschen zurzeit zu vorlaut und zu dominant innerhalb der EU sind, die sich damit verbindet. Ich glaube, das sind die, jedenfalls aus der Sicht des heutigen Tages, wichtigsten. Das Stichwort jetzt, das ich erwartet hätte, Aufstieg der USA zum Weltpolizisten, ist nicht gefallen in diesem Kontext. Nein, das war ja eine relativ kurze Phase, nicht? Und sagen, auch wenn man genauer hingeguckt hat, war eigentlich klar,
dass die USA doch in hohem Maße von der Ordnungsleistung ihres Kontrahenten, der Sowjetunion, profitiert hat, die auf ihre eigenen Kosten einen Bereich geordnet und berechenbar gemacht hat. Und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Wiedererstehen als Russland, aber in sehr viel kleinerer und schwächerer Form, sind auf die USA Belastungen und Anforderungen zugekommen, die sie jetzt übernehmen müssen. Ein Punkt wäre beispielsweise Afghanistan, nicht? Das ist ein Problem, das sagen, für 10 Jahre standen die USA da und konnten vor Kraft kaum gehen. Und dann stellte sich sozusagen ein permanenter Abfluss von Fähigkeiten und Ressourcen dar. Und man kam zu dem Ergebnis, dass die Anforderungen einer ungeordneten Welt größer sind als die Leistungsfähigkeit einer ordnenden Macht. Eben, es war ja auch ein bisschen das Dezennium der humanitären Intervention. Also gerade seitens der USA, die Balkankriege, die man subsumieren kann oder auch subsumieren kann unter diesem Begriff, dass die USA dort als ordnende Macht den Europäern auch geholfen hat, wieder einigermaßen Frieden herzustellen. Somalia fällt in diese Phase. Ja. Und damit war eigentlich dann Schluss, Ende der 90er. Ja, es stand dahinter die Vorstellung, dass man in der Lage ist, durch Intervention von außen, wobei heißt humanitäre, militärische Intervention, sie ist nicht wesentlich durch die Interessen der Interventionsmacht, sondern durch die Interessen des Interventionsgebiets und der Menschen, die dort leben, bestimmt, dass man dadurch so etwas wie Staatszerfall verhindern kann, vielleicht auch korruptionsresistente oder jedenfalls nicht so korrupte Eliten an die Macht bringen kann. Kurzum, einen Akteur bekommt, der rational in unserem Sinne ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Kosten dafür so hoch sind, dass sich der Westen, wenn er das in globalem Maßstab hinbekommen wollte, darüber wirtschaftlich ausbluten würde. Schauen wir uns, bevor wir in einzelne Konfliktgebiete auch gehen und einzelnen Fragen noch nachgehen, das Thema Weltordnung. Wir haben ja von Weltordnung gesprochen, gefragt nach der neuen Weltordnung, nach der jetzigen. Was versteht eigentlich der Politologe unter einer Weltordnung? Wann können wir sagen, jetzt haben wir eine Weltordnung gewissermaßen? Also wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn man diesen Begriff gebraucht, vor Ordnung das Wort Welt in Anführungszeichen zu setzen. Denn die Welten kann man am besten erfassen, wenn man sie aus dem Ausstrahlungsbereich einer Ordnungsmacht, also eines hegemonialen oder imperialen Akteurs heraus begreift. Mir erlauben, einen Blick in die Geschichte zurückzuwerfen, könnte man sagen, Rom ordnet die mittelmeerische Welt. Und die Bereiche um das Mittelmeer herum, die ja bis Germanien und Nordafrika, bis zum heutigen Persien und auf jeden Fall zu Gibraltar gehen, werden durch Rom in eine bestimmte Form des Handelsrechts, des Rechts gebracht, der Sicherheitserwartung. Kurzum, es entsteht ein Prosperitätsraum mit einer Peripherie darum herum. Und je weiter man sich vom Zentrum entfernt, desto ärmer und vermutlich auch gewalttätiger, alltagsgewalttätiger wird die Welt. Und so gibt es lange Zeit viele Welten, die dann nach dem Friedensbegriff der jeweiligen Dominanzmacht, nicht? Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana, es gab auch mal eine Pax Mongolica, benannt wird. Das Problem ist, dass nach 1990 oder 1991 gewissermaßen weltidentisch wurde mit dem globalen Ausdehnungsraum und dass, wenn man genau hingeschaut hat, klar war, dass das die Amerikaner überfordern würde. Sie haben deswegen, jedenfalls unter Bush dem Älteren, versucht, die Europäer mit ins Boot zu bekommen. Aber die Europäer hatten sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vieler Hinsicht kolonialpolitisch und imperial überhoben und haben wenig Bereitschaft dazu gezeigt, mit Manpower und Geld einzuspringen, sodass also gleichsam Welt zu groß war, um Ordnung zu stiften. Nicht? Heißt also, denn die Begriffe sind auseinandergefallen. Heißt denn das, wenn ich jetzt das richtig verstehe, dass Sie eigentlich nicht glauben, dass es eine Welt
umspannende, hegemonial wirkende Macht geben kann? Also im Prinzip kann es sie schon geben, nicht? Aber das wäre dann relativ schnell Schluss mit ihr. Mhm. Paul Kennedy hat den Begriff Imperial Overstretch eingeführt, weil man dann Probleme bearbeiten muss, bei denen das eigene Interesse daran und den Nutzen, den man daraus zieht, minimal ist. Mhm. Mhm. Madeleine Albright hat das mal in ihrer eigenen sehr direkten Art so formuliert: Es könne nicht sein, dass die USA ungefähr 1 Million Dollar dafür ausgeben, um einen Eselshintern irgendwo in Afghanistan zu treffen. Und das ist sozusagen das Problem. Also sozusagen, es gibt einen Grenznutzen. Mhm. Und wenn man unterhalb dessen bleibt, dann lässt man die Dinge vermutlich laufen. Ist es, wie definiert sich denn diese Machtprojektion in der heutigen Zeit? Ist es nur militärisch oder ist das Militärische eigentlich heute sekundär geworden, aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke schon. Also, um zu sagen, natürlich ist das Militärische nicht verschwunden, aber wenn man mal davon ausgeht, dass es 4 Machtsorten gibt: politische Macht, kulturelle oder ideologische Macht, ökonomische Macht und militärische Macht, dann hat sich vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts eine deutliche Verschiebung ergeben, bei der vor allen Dingen die ökonomische Macht profitiert hat, aber auch die kulturelle und die militärische Macht als die Unterfütterung der politischen Macht hat deutlich an Bedeutung verloren. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir genauer rechnen und zum Ergebnis kommen. Beim Gebrauch militärischer Macht ist sozusagen das Verhältnis zwischen Effekt und Kosten so ungünstig, dass man es nur im äußersten Fall einsetzt. Also die Effizienz ist nicht mehr gut von militärischer Macht gewissermaßen. Nein, die Effizienz ist eigentlich katastrophal. Afghanistan ist ein wunderbares Beispiel, wo man ja ungeheure Summen aufgewandt hat, um einen Effekt zu haben nach 15 Jahren, der vermutlich, wenn sie abgezogen sind, gegen Null tendiert. Sie haben jetzt einige Quellen der Macht, ich nenne das mal so genannt, eben das Militär, dessen Stellenwert etwas zurückgegangen ist, das braucht es aber immer noch als Unterfutterung. Die Wirtschaft, dann auch Kultur, die Werte, sogenannte Softpowers. Ja. Jetzt ist ja etwas dazu, das sind ja im Wesentlichen Dinge, die gewissermaßen an Staaten gebunden sind, oder größtenteils, sage ich mal. Oder? Was wir jetzt da erleben, ist, dass auch nichtstaatliche Akteure zunehmend in gewissem Sinne an Macht gewinnen. Also nehmen wir mal WikiLeaks beispielsweise, ist ja auch etwas, hat ja das mit Macht zu tun, oder die Offshore-Leaks und Ähnliches, die über das Internet wirken. Das sind nicht staatliche Akteure. Haben wir es hier mit einer neuen Machtquelle zu tun, die relevant wird, auch für die Sicherheit? Ja, und zwar in jeder Hinsicht. Also man kann vielleicht sagen, es ist das prägende Ereignis der europäischen Geschichte gewesen, dass sich Macht territorialisiert hat. Also die Verstaatlichung von Macht ist das Binden der Durchsetzungsreichweite, der normativen Selbstbindungen, der Zwangsgewalt an ein bestimmtes Territorium mit allen Effekten. Sozusagen die Attacken, die von diesem Territorium ausgehen, werden den auf diesem Territorium Lebenden, vor allen Dingen dem Souverän, zugerechnet, als von ihm verursacht und umgekehrt, sodass also über die Territorialisierung der Macht so etwas wie Sicherheitsregime entstehen. Man kann sich gegenseitig berechenbar machen, weil jeder Akteur verletzlich ist. Die Entwicklung, die Sie angesprochen haben, ist durch Entterritorialisierung politischer Akteure Herstellung von tendenzieller Unverletzlichkeit. Das hat weitreichende Folgen, nicht? Also viele Leute haben ja viel nachgedacht über Tarnkappengerät im militärischen Bereich, von Bombern bis zu Schiffen. Aber das ist ja im Prinzip nur relativ wenig, sozusagen ein Klacks gegen die Auflösung von Strukturen in, ich sage einmal, bewaffnete Nichtregierungsorganisationen, wie Al-Qaida eine ist, oder aber ja, auch Human Rights Watch, also humanitäre Organisationen, die einen relativ großen Einfluss ausüben und die alle, ja, man muss sagen, nicht demokratisch sind, ne? Die keine
eindeutigen Kontrollstrukturen aufweisen. Man weiß nicht so genau, wer dabei ist. Bei WikiLeaks ist das vielleicht sozusagen mithin am dramatischsten, wenn ich mal so unverschämt sein darf, so ähnlich wie bei Al-Qaida. Man weiß nicht so genau, wie das ist. Es sind Auftritte, bei denen im Wesentlichen Medien bespielt werden, die sich an die Einstellungen von Bevölkerung wenden. Und das hat Politik in gewaltigem Maße kompliziert. Aber ist nicht ein zentraler Unterschied zwischen WikiLeaks jetzt auf der einen Seite und Al-Qaida auf der anderen Seite darin zu sehen, dass bei Al-Qaida ja sehr wohl eine Zielsetzung formuliert ist, nicht? Also die Zerstörung Amerikas, die letztlich die Zerstörung westlich dekadenter Lebensformen als Ideologie. Und bei WikiLeaks oder bei meinetwegen Offshore-Leaks jetzt so ein bisschen wie die Piratenpartei, man will einfach Transparenz. Man hat aber eigentlich nicht eine direkte Wirkung im Ziel vor Augen, im Sinne, etwas zu zerstören, außer eben die Privatsphäre in Anführungs- und Schlusszeichen. Also kann man das über einen Leisten schlagen, was auch die Sicherheits- oder die strategische Dimension angeht? Gut, also ich meine, der Vergleich, den ich hergestellt habe, ist ja zunächst einer, der sich auf die Strukturen bezieht, mit sicherlich auch gewissen strategischen Optionen, die daraus resultieren, aber nicht unbedingt über Ziele. Die sind sozusagen beliebig andockbar. Ich würde allerdings schon zu dem, was Sie gesagt haben, sagen, politische Akteure, die restlos transparent sind, verfügen über keine Macht mehr. Mhm. Also sozusagen strategische Handlungsfähigkeit hängt an der Fähigkeit der Bewahrung von Geheimnissen. Und ich glaube, das kann man in allen Aspekten durchspielen. In dem Augenblick, wo das Geheimnis verschwunden wäre, ich sage ausdrücklich Konjunktiv 2, denn bei WikiLeaks geht es gewissermaßen nicht um die Auflösung des Geheimnisses als solchen, sondern die Durchdringung von Geheimnissen einer bestimmten Macht. Und tatsächlich richtet sich WikiLeaks ja in sehr viel höherem Maße gegen die USA als gegen andere politische Akteure, was gute Gründe hat, weil die USA nun einmal nach wie vor der mächtigste Akteur sind. So sehen wir also auch hier strategische Spiele, die möglicherweise von ganz anderen Motivationen, vielleicht bei WikiLeaks von hochanständigen Leuten und bei Al-Qaida vielleicht nicht von so hochanständigen Leuten getragen werden, mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Aber das, was der Politikwissenschaftler, der sich in dieser Frage vom Moralphilosophen zu unterscheiden hat, im Auge hat, sind die Effekte. Ja, aber das heißt ja nichts anderes, als eigentlich die Souveränität des Staates erodiert, dramatisch erodiert. Genau. Souveränität ist da ein wunderbares Wort dafür, denn Souveränität heißt im Prinzip letzten Endes nicht nur die Verfügung über die letzte Entscheidung, sondern auch die Verfügung über das Geheimnis. Also sozusagen der gesamte Bereich dessen, was man offenlegen will, weil man eine Demokratie ist, aber was sozusagen die Voraussetzung der Handlungsfähigkeit auch von Demokratien ist. Und dort, wo das diffundiert, sei es dadurch, dass die Strategiefähigkeit aufgelöst wird, oder sei es auch dadurch, dass man unter ein Regime normativer Kontrolle von außen gestellt wird, bei dem niemand so genau wissen kann, ob die Bilder nun echt sind oder gefaked. Ne? Also in diesem Zusammenhang verliert der Staat an Ordnungsmacht. Und dieser Verlust an Ordnungsmacht wird uns im 21. Jahrhundert noch sehr beschäftigen. Und ich würde auch sagen, wir werden den staatlichen territorialen Ordnungen noch sehr nachtrauern. Jetzt kann man ja vielleicht sagen, bei den USA, das ist eine große Nation, das ist eine globale Macht, ist das möglicherweise noch nicht ganz so dramatisch. Wir kommen aus der Schweiz angereist nach Deutschland. Die Schweiz ist ein Kleinstaat, Deutschland ist ein großer Staat, aber trotzdem natürlich nicht eine Weltmacht. Welche Rolle hat denn überhaupt in diesem Gefüge, in einer allfälligen neuen Weltordnung noch der Nationalstaat, der souveräne Staat, wenn es die Souveränität in so gesprochen eigentlich nicht mehr gibt, wenn die sich auflöst? Ja, nun ist ja sozusagen der Begriff Nationalstaat die Zusammenfügung von zwei unterschiedlichen Zurechnungsmodellen.
Modellen, nämlich einerseits die Nation als identitäres Projekt und andererseits Territorialstaatlichkeit als ein Projekt des Raumes. Und nicht überall deckt sich das, nicht? Die Auseinandersetzung des 19. und 20. Jahrhunderts waren der verzweifelte Versuch, Nation und Staat zur Deckung zu bringen. Und da hat uns relativ viel gekostet. Gleichwohl, diese Form der politischen Ordnung ist die Generierungsmacht für Solidarität. Mhm. Man kann das ganz schön daran sehen, die Deutschen haben in den letzten 20 Jahren, die Westdeutschen, sehr viel Geld aufgebracht, um den Osten, also die neuen Bundesländer, wieder auf die Beine zu stellen. Sie sind auch sehr großzügig in Europa, möchte ich sagen, aber natürlich bei weitem nicht so großzügig, weil hier gewissermaßen die Anmutung des Nationalen fehlt. Das, glaube ich, wird auf lange Zeit weiterhin der Bodensatz, die Voraussetzung dafür sein, dass der Staat oder wer auch immer die Menschen herantritt und sagt, du hast gefälligst qua Steuer etwas abzugeben von deinem Einkommen und Vermögen, damit kollektive Güter produziert werden können. Also der Staat, der Nationalstaat oder wie auch immer er definiert wird, wird weiterhin der Generator von Gemeinwohlaufgaben oder etwas harmloser formuliert, der Bereitsteller von kollektiven Gütern sein. Also das heißt, Souveränitätsverlust heißt nicht gleichzeitig staatlicher Zerfall. Nein. Der Staat als Ordnungsrahmen, wenn ich Sie richtig verstehe, bleibt aus Ihrer Sicht bestehen, aber in einer anderen Souveränitätsausschöpfung. Wenn man es böse sagen will, der Staat verwandelt Muskelmasse in Fett. Mhm. Das heißt sozusagen, er hat ungeheuer viel Volumen, nicht? Das Steuervolumen der Staaten ist am Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts unendlich viel höher, als das 100 Jahre zuvor war. Aber seine Regelungsfähigkeit, die Zielgenauigkeit seiner Projekte, die hat eher nachgelassen. Das muss man so konstatieren, nicht? Das ist halt so. Mhm. Jetzt ist eines der großen Themen, das die Menschen ja beschäftigt, als Individuen, aber dann auch als Gesellschaft, ist das Thema Sicherheit. Und Sie haben auf diesem Gebiet ja sehr intensiv geforscht, auch Kriege und so. Und die große Geißel, die größte Geißel, wenn wir die Potenziale anschauen, ist ja der Krieg. Wird es je gelingen, diese Geißel zum Verschwinden zu bringen? Nein, aber die Geißel verändert gewissermaßen ihre Gestalt. Sie hat vielleicht nicht mehr 9 Streben, sondern nur noch 2 oder wird auch diffuser. Also der Krieg ist etwas, was seine Erscheinungsform verändert, von einer zwischenstaatlichen, tendenziell symmetrischen Konfrontation zu einer zunehmend asymmetrischen Gestalt. Das heißt, der klassische Krieg zwischen zwei Staaten oder zwischen Staaten, der wird nicht mehr in diesem Maße dem zu rechnen sein. Also, ja, vielleicht Georgien und der Einmarsch der Russen in Georgien, das war noch mal für ganz kurze Zeit eine Form des Krieges, wie wir ihn kennen aus der Geschichte. Aber sonst ist das ein historisches Auslaufmodell, weil die Akteure beider Seiten unter den Bedingungen der unendlich hohen Vulnerabilität moderner Gesellschaften eine Vorstellung davon haben, dass die Kosten eines jeden Krieges, selbst eines siegreichen Krieges, im Prinzip deutlich höher sind als der potenzielle Nutzen. Was dafür spricht, dass man, wenn man nur solche staatlichen, territorialen Akteure hätte, vielleicht eine Chance hätte, den Krieg wirklich zum Verschwinden zu bringen, wie Immanuel Kant das in seiner berühmten Schrift angedacht hat. Aber in dem Augenblick, wo dieser Gestaltwandel der politischen Akteure stattgefunden hat, über den wir gesprochen haben, sind nun auf einmal Mitspieler da, bei denen die Kosten nicht auflaufen. Und das Nicht-Auflaufen der Kosten machte den Gebrauch von Gewalt für sie wieder attraktiv, sodass man also davon ausgehen muss,
Es ist nicht mehr der zwischenstaatliche, klassische Krieg, sondern es sind andere Formen des Gebrauchs von Gewalt, die sich teilweise auch mit Kriminalität amalgamieren. Also das, was man vorher in den Untergrund abgedrängt hat, taucht plötzlich wieder auf in massenhafter Gestalt. Das heißt, die Hauptgeißel wird der Terrorismus sein oder Formen des Terrorismus sein? Ja, und zwar ein Terrorismus, der sehr enge Verbindungen zur international organisierten Kriminalität, dem Handel mit als illegal zertifizierten Gütern und derlei mehr eingegangen ist. Also sozusagen so klare Trennungen, wie man vor 20 Jahren noch gedacht hat, zwischen terroristischer und krimineller Gewalt, gibt es schon nicht mehr. Und das wird sich in Zukunft noch mehr verschleifen. Das ist einfach das Einwandern der Logistik ins Operative. Aber wenn man jetzt aktuell auf die Welt schaut, dann hat man trotz allem relativ viele immer noch, ich sage jetzt mal von der Anlage her, klassische Konfliktsituationen. Ich nehme ein paar Beispiele. Iran, wie umgehen mit der atomaren Aufrüstung. Die Israelis drohen, Iran anzugreifen, wenn es ihnen gelingen sollte, sich atomar zu bewaffnen. Nordkorea, ein ganz aktuelles Beispiel, Nationalstaat, der sich nicht an die Spielregeln halten will. Was tut man da konkret dagegen? Der Irakkrieg, der uns ja in den letzten 10 Jahren sehr intensiv beschäftigt hat, war ein klassischer Angriffskrieg der amerikanischen Armee geführt, um Saddam Hussein zu beseitigen. Also Sie sagen, das sind Auslaufmodelle. Warum aber dominieren Sie trotzdem die weltpolitische Agenda immer noch so stark? Also ich will das mal ein bisschen pointieren. Dahingehend, dass der Schrecken, der von diesen Regimen ausgeht, vor allen Dingen darum von ihnen ausgeht, weil dahinter immer die Vorstellung der Proliferation an nichtstaatliche Akteure steht. Also sozusagen, wenn der Iran eine Atombombe nun hätte, dann wäre er ja in irgendeiner Weise einbindbar in ein Regime gegenseitiger Abschreckung und sozusagen neutralisiert. Sie kennen sicherlich diese strategischen Spiele, die mal gespielt worden sind, wenn die Schweiz, die ja das Geld dazu gehabt hätte, in den 50er, 60er Jahren sich nuklear bewaffnet hätte. Was hätte sie dadurch gewonnen? Man kam zum Ergebnis, sie hätte an Handlungsfähigkeit gar nichts gewonnen. Das Problem ist eigentlich der Augenblick, wo, was man in Hollywood- oder James-Bond-Filmen ja oft genug sehen konnte, wo Akteure da sind, die eben kein Staat sind, die ein ganz anderes Verhältnis zu dem Gebrauch nuklearer Waffen haben, die einfach mal, naja, aus Lust und Laune oder gewissermaßen aus Destruktionsstrategien heraus hier oder dort eine Bombe, und sei es nur eine schmutzige Bombe, zünden. Das, glaube ich, ist das eigentliche Problem, das man dabei hat. Und dabei hat man beobachtet, diese schwierigen, nicht kontrollierbaren Verbindungen zwischen den Pakistanis, den Nordkoreanern und vermutlich auch den Iranis, die sich natürlich organisieren, weil sie alle was mit den Amerikanern am Hut haben. Ja, es ist vermutlich auch klar, wenn die Iraner die Bombe haben, dann wollen auch die Ägypter und die Saudis die Bombe. Und je mehr Staaten die Bombe haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann nicht territoriale Akteure sie haben werden. Und das ist das eigentliche Problem. Und was ist der Ratschlag des Politikwissenschaftlers, wenn Sie jetzt eine Empfehlung abgeben müssten im Weißen Haus, wie sich verhalten? Was kann man denn dagegen tun? Naja gut, ich meine, was die ganze Zeit zu tun versucht wird, ist gewissermaßen die nukleare Option diesen Ländern abzukaufen. Indem man ihnen sagt, okay, wenn ihr keine Bombe baut oder keine weiteren Atomversuche macht, dann kriegt ihr Getreide. Also im Falle Nordkoreas, ihr kriegt Versorgung. Also sozusagen, man nimmt das Erpressungspotenzial wahr und reagiert gleichsam proaktiv, indem man ihnen etwas gibt, was möglicherweise so attraktiv ist, dass man es auch wieder wegnehmen kann und dass sie es nicht weggenommen bekommen wollen. Das ist mit dem Iran ein bisschen ein Problem. Nicht? Ja, und funktioniert ja auch bei Nordkorea eigentlich nicht so wahnsinnig überzeugend. Wenn man so zurückschaut, die letzten 20 Jahre. Wissen Sie, das ist schwer zu sagen. Nicht?
Vielleicht spielt der junge Mann jetzt einfach nur Madman, weil er gelernt hat, dass das Spielen von Madman das Geschickteste ist, um den Westen zu beeindrucken oder auch die Chinesen zu beeindrucken. Wir wissen ja gar nicht, und zu sagen, an wen das wirklich adressiert ist. Und wenn man von vornherein sagt, naja, ernst machen würde, aber so nicht, weil man hat ja eigentlich gar keine Chance, dann ist sein Erpressungspotenzial gering. Aber wenn er den Eindruck sei, er sei verrückt, wenn er diesen Eindruck erwecken kann, er sei verrückt, dann wächst das Erpressungspotenzial. Das werden Sie sozusagen bei jeder Geiselnahme in einer Stadt auch beobachten können. Wie schätzen Sie denn persönlich die Situation ein in Nordkorea? Ist er verrückt? Also nee, er ist nicht verrückt, aber ist ihm das zuzutrauen? Also soweit ich das von außen beurteilen kann, ist er ein rationaler Akteur, aber ist doch vermutlich in der Schweiz mal eine Zeit lang auf die Schule gegangen. Das weiß man nicht so genau. Wieso vieles das weiß man nicht. In Nordkorea ist auch das so ein bisschen. Gut, wissen Sie, dann ist ja auch wieder eine Hoffnung dahin, dass er wirklich vernünftig wäre. Ja, also sozusagen, er kann eigentlich nichts gewinnen, wenn er die Atombombe einsetzt, aber er kann relativ viel gewinnen, wenn er den Eindruck erweckt, er würde sie einsetzen. Nicht? Und sozusagen auf dieser schmalen Linie liegt gewissermaßen für ihn das Profizit seines Handelns. Und das heißt möglicherweise, dass wir, um einen solchen Konflikt zu vermeiden, uns durch ihn erpressen lassen. Wie kommt man der Geißel des Terrorismus bei, sofern man ihr überhaupt beikommt? Na ja, gut, also theoretisch kann man das relativ leicht entwickeln. Ob es praktikabel ist, ist eine andere Frage. Theoretisch würde das heißen, terroristische Akteure sind ja in der Regel schwache Akteure, deren Stärke daraus resultiert, dass sie mit überschaubaren physischen Mitteln gewaltige psychische Effekte bei uns anstoßen. Und die sind umso größer, je postheroischer wir sind, also je weniger wir darauf ausgestellt sind, Gewalt zu ertragen. Und wenn wir uns nun mal vorstellen würden, es wäre ein Anschlag irgendwo in der Schweiz oder hier in Berlin, und wir würden uns zu diesem Anschlag so verhalten, als wäre es ein Unfall. Unfälle passieren ja immer wieder. Und zu sagen, die werden von uns unter Kontingenz verrechnet. Wir reagieren darauf in mürrischer Indifferenz. Wir kennen die Statistiken über die Folgen des Individualverkehrs und wir fahren trotzdem Auto, jedenfalls die meisten. Dann würde sich schnell herausstellen, dass Terroristen eher schwache, armselige Akteure sind. Nicht? Man ließe sie gewissermaßen ins Leere laufen. Ins Leere laufen, nicht ja, ja. Also sozusagen, es hätte Bumm gemacht und wir würden sagen, so what? Und am nächsten Tag wäre Business as usual. Das Problem ist, dass wir das nicht hinbekommen. Das ist Theorie. In der Theorie. Genau, das ist Theorie, nicht? Aber gelegentlich sind ja solche Strategieszenarien ganz hilfreich, um sich darüber zu vergewissern, wo unsere potenziellen Optionen sind. Und auch wenn wir sie, weil der Geist vielleicht willig, aber das Fleisch bekanntlich schwach ist, so nicht erreichen können, in welche Richtung wir uns bewegen könnten, nicht? Und sagen, und das heißt, dass hier den Medien eine zentrale Funktion zukommt, sagen Anschläge zu entsprechend geschickt zu choreografieren. Das heißt also, so darüber zu berichten, dass sie eben nicht diese explosionsartigen Wellen von Unsicherheit und das sich aufschaukeln von der Angst der Leute und der Reaktion der Börse und der noch größeren Angst der Leute in Gang setzen, sondern dass sie, ich sage mal, wie das Wunder des Abendmahls, nicht? Wo aus Brot das Fleisch des Herrn und aus Wein das Blut des Herrn wird, in eine Choreografie oder eine Liturgie eingebunden werden, sodass wir diesem Wunder mit einer großen Gelassenheit gegenüberstehen. Also Strategien dann potenzieller Veralltäglichung. Ich habe also bewusst nicht gesagt, wir ziehen in die Welt und rotten den Terrorismus aus, weil sozusagen Terrorismus so billig und so kostengünstig sein kann und im Prinzip jeder, auch wir drei, vermutlich in der Lage wären, in irgendeiner Weise terroristische Akte zu begehen, sodass man hier mit einem Sicherheitsregime proaktiver Art nicht so furchtbar weit kommt, sondern dass die entscheidende Linie die Linie der Verteidigung ist. Und aus einer solchen Verteidigungslinie heraus kann man sich Gedanken dann darüber machen, wo man offensiv wird. Das heißt, wo man gegen Gruppierungen vorgeht. Und da hat sich herausgestellt, dass die Strategie der Bush-Ära,
nämlich in das Land hineinzugehen und sozusagen die Wurzeln des Terrorismus auszujäten, dass das nicht funktioniert. Und dass also eine flexible Strategie von Kampfdrohnen sehr viel günstiger ist. Die sind so schnell zu verlegen, wie terroristische Akteure auch verlegbar sind im globalen Maßstab. Und sie sind relativ effektiv und kostengünstig. Und insofern wird das gewissermaßen neben unserer eigenen Gelassenheit, wenn wir sie denn haben, die offensive Waffe sein. Oder wenn man sich in der Gleichung vorstellt, je gelassener wir sind, desto weniger Kampfdrohnen brauchen wir. Je aufgeregter wir sind, desto mehr Kampfdrohnen werden wir haben. Würden Sie denn retrospektiv aus Ihrer Beurteilung sagen, der Afghanistan-Krieg, Sie haben es jetzt mehrfach erwähnt, Aufwand hat da eigentlich den Effekt nicht gerechtfertigt. Wie bringen Sie denn im Nachhinein den Irak-Krieg in diese Gleichung rein? War das ein Fehler? Also im Nachhinein, ich meine, es ist schwer zu sagen, was ein Fehler ist, nicht? Es stand dahinter die Hoffnung, gewissermaßen etwas anzustoßen im weiteren Sinn in der muslimischen Welt, an der Grenze der arabischen Welt, was die Sprengpotenziale dieser Welt, die gewaltig sind, vermindert. Also die Vorstellung, im Irak, der mal eine relativ fortgeschrittene Gesellschaft gewesen ist, so etwas wie ein Prosperitätsregime zu installieren und das dann beispielhaft auf seine Umgebung ausstrahlt, das ist gescheitert. Mhm. Nicht? Man hat unterschätzt, welche Sprengkraft den konfessionellen Konflikten zwischen Sunniten und Schiiten und den ethnischen Konflikten in diesem Land zugeht. Man hat sozusagen die nationale Kohäsion Irak überschätzt. Also so gut waren die Analytiker nicht in den USA, wie sie behauptet haben, dass sie seien. Aber es stand natürlich schon eine Sorge dahinter, nämlich dass dieser Mann Saddam Hussein, der ja immer auch der immer auch Terroristen gesponsert hat, dass er möglicherweise seine Potenziale in dieser kleinen, schmutzigen Form einsetzt. Das ist alles überschätzt worden. Und insofern war es im Ergebnis eine Fehlinvestition. Man könnte nicht provokativ den Spieß umdrehen und sagen, wenn wir weniger moralisch gewesen wären oder weniger moralisch wären als westliche Demokratien, dann hätte man ja weiterhin sich mit Saddam Hussein auch arrangieren können. Man hätte ihn kaufen können. Sie haben das vorhin selber gesagt. Ja. Ne? Was man ja in den 80er Jahren durchaus getan hat. Da ja. war er ein willig und willfähiger Herrscher, genauso despotisch, genauso grausam, aber er war damals halt auf der richtigen Seite im Kampf gegen die Iraner. Können wir das nicht aus moralischen Gründen? Ach, wissen Sie, das ist ein hübscher Horizont, den Sie da aufmachen, nicht? Also die Zeit des Ost-West-Konfliktes hat gewissermaßen die Reichweite unserer Moralität begrenzt, weil da irgendwie die Rote Armee stand. Dann war die Rote Armee weg es herrschte gewissermaßen ein moralischer Frühling. Die Vorstellung gewissermaßen, man könne die Welt nach unseren Vorstellungen formen und gut machen. Und jetzt sozusagen ist es nicht mehr die Rote Armee, die uns gewissermaßen die Grenzen unserer Reichweite in moralischer Hinsicht aufzeigt, sondern es sind die Kosten, die damit verbunden sind. Und unsere eigene reduzierte Investitionsbereitschaft, weil wir postheroische Gesellschaften sind. Und insofern kann man schon, wie Sie das angedeutet haben, diese Zwischenphase als eine beschreiben, in der die Neigung gewissermaßen, dass die Intellektuellen ausreiten und die Welt nach ihren Maßstäben besser machen wollen, in der diese Neigung überhand genommen hat. Der Ausritt war aber ein kurzer. Aber das heißt eben, nehmen wir ein anderes Beispiel, Syrien, da werden wir einfach zusehen, wie dieses Land in sich zerfällt, ausblutet über die nächsten paar Jahre. Ja, wir haben gelernt, dass das Hineingehen in solche Konflikte uns sehr lange in diesen Ländern bindet.
Also man könnte das vielleicht auch etwas in einer Paradoxie fassen. Man hätte vielleicht in Syrien eine Chance gehabt, wenn man sehr früh interveniert hätte. Aber nunmehr hat sich die Gewalt und der Krieg so tief in die gesellschaftlichen Strukturen eingefressen oder es sind so existenzielle Feindschaften entstanden, dass dieses Land nicht zur Ruhe kommen wird, wenn man diese Clique der Familie Assad sozusagen wegnimmt, nicht? Sondern die Oppositionsgruppen sind untereinander zerstritten. Vermutlich ist auch die zurzeit noch herrschende Seite untereinander zerstritten. Also wird man eher versuchen, diesen Konflikt ausbrennen zu lassen und ihn möglichst regional zu begrenzen, sodass er nicht auf andere Länder übergreift. Ob das angesichts des Kurdenproblems möglich sein wird, das wird sich noch zeigen. Unsere Intervention wird sich niemand mehr erwarten heutzutage. Die Amerikaner haben ihre Hauptaufmerksamkeit ja bekanntlich aus dem mittelmeerischen Raum mit Ausnahme Israels herausgezogen. Das heißt, die Ordnung in diesem Bereich wird eine sein, die von den Europäern hergestellt wird oder von niemandem. Und die Europäer haben nur begrenzte Ressourcen, vor allen Dingen nur begrenzte Ressourcen im Sinne der Willigkeit, in solche Konflikte hineinzugehen. Und insofern werden wir Peripherien haben, die instabil sind. Auch die Libyen-Intervention, die prima facie ja erfolgreich gewesen ist, hat aber doch ein relativ instabiles Land zurückgelassen, von dem aus Kriegsmaterial und Kämpfer nach allen Richtungen diffundiert. Und das ist in hohem Maße nun unsere europäische Peripherie, um die wir Europäer uns kümmern müssen. Und das wird uns schon noch ganz schön viel kosten. Werfen wir in den wenigen Minuten, die uns noch bleiben, Herr Professor Münkner, doch noch einen Blick auf die quasi auch sich abzeichnende Weltordnung. Wir haben schon einige Themen gestreift. Man spricht ja sehr oft davon, ich habe es in der Ansage auch gesagt, Amerika, dessen Macht langsam etwas diffundiert und der Aufstieg Chinas. Wird China, so etwas pointiert gefragt, das neue Imperium werden? Also wenn man etwas gelassener fragt, was ein Imperium ist, dann muss man zunächst einmal sagen, es stellt in hohem Maße kollektive Güter bereit. Das heißt Güter, von denen alle einen Nutzen haben, aber nicht alle zu ihrer Reproduktion beitragen. Und das Problem kollektiver Güter ist das Problem der Trittbrettfahrer. Also alle wollen globale Sicherheit, aber wer stellt sie her? Das heißt, der Aufstieg zum Imperium will gut überlegt sein. Denn plötzlich ist man in einer Rolle, in der man für die anderen die Kastanien aus dem Feuer holt. Und dabei holt man sich ja bekanntlich immer diese verbrannten Finger. Wenn die Chinesen schlau sind, dann werden sie sich darauf beschränken, im Prinzip eine im ostasiatischen Großraum dominierende Macht zu sein, aber darauf verzichten, globale Sicherheit herzustellen. Sie haben freilich ein Problem. Sie haben die langen Versorgungswege. Sie sind auf Rohstoffe angewiesen über eine See, die von den Amerikanern nach wie vor kontrolliert wird. Das heißt, China 2013 befindet sich in einer Situation, in der sich das Deutsche Reich Anfang des 20. Jahrhunderts befunden hat. Sollen wir eine Kriegsflotte aufbauen, die in der Lage ist, den Amerikanern Paroli zu bieten oder die, wie Admiral Tirpitz das genannt hat, zumindest als Risikoflotte agiert. Und das ist zurzeit nicht wirklich genau erkennbar. Nicht? Es gibt ja der Kauf dieses ukrainischen Schrotts, der dann in China zu einem belastbaren Flugzeugträger aufgerüstet worden ist, was er wirklich taugt, kann man schwer sagen. Es gibt ja Entwicklungen in diese Richtung, es gibt auch ganz gegenteilige Überlegungen. Also China investiert jedenfalls sehr viel mehr in militärische Fähigkeiten, um jedenfalls seine Vulnerabilität durch die langen Versorgungslinien zu minimieren. Das ist ein Punkt, an dem sich die Dinge entscheiden. Aber ist nicht China letztlich auch ein Musterbeispiel für das, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich diese neuen Kräfte, die eben dieses rein militärisch-strategische ablösen,
in Form von wirtschaftlicher Macht, nicht? Als größter Gläubiger quasi der USA zu sein, als Werkplatz für die ganze Welt, durchaus ja auch eine Form von kollektiven Gütern herstellend, die wir alle nutzen. Da ist ja die wahre Potenz eigentlich Chinas zu verorten. Chinas, zukünftig vielleicht auch Indiens und fast weniger in der Anzahl Flugzeugträger. Würde ich im Prinzip sagen, nicht? Aber wenn Sie sagen, das geht davon aus, dass wir es mit einem ganz rationalen Akteur zu tun haben, gleichsam einem Homo economicus, aber der ist ja auch eher eine Chimäre, ein Rechnungsmodell, als dass wir ihm in der Wirklichkeit begegnen. Und wir haben das ja in den letzten Monaten sehen können, wie so etwas wie ein chinesischer Nationalismus irrationaler Art um zwei oder drei ziemlich uninteressante Inseln aufgebrandet ist, sodass also gewissermaßen so etwas wie kollektive Erregung eigentlich immer ein Faktor ist, mit dem man rechnen muss, als Durchkreuzung solcher im Prinzip langfristig angelegten, vernünftigen Kalkulationen. Auch da ist vielleicht die Situation von vor 1914 nicht uninteressant, gleichsam als die zu vermeidende Blaupause der Eskalation von solchen Konflikten. Wenn ich jetzt etwas zusammennehme, unser Gespräch, dann resultiert für mich doch, unsere Welt wird eine unsichere bleiben, diese Weltordnung im Sinne von, es wird stabil werden, Friede, all überall, das wird nicht sein. Und trotzdem sehen Sie, wenn Sie auch jetzt den langen Blick über viele Jahrhunderte zurückmachen, was Sie getan haben, auch als Wissenschaftler, sehen Sie so etwas wie einen Fortschritt in Richtung mehr Sicherheit, den die Welt nimmt? Zweifellos, nicht? Also wenn ich gesagt habe, unsere Gesellschaften sind postheroische Gesellschaften, dann ist das ja gewissermaßen auch ein Luxus, dass wir es uns leisten können, postheroische Gesellschaften zu sein, dass wir nicht uns gewissermaßen als Sacrificia des nationalen Altars, jedenfalls die Männer eines bestimmten Alters, zu denen wir vermutlich nicht mehr gehören, zurichten lassen müssen, mit allem, was dazugehört. Dass wir Lebensperspektiven haben, die in der Regel, jedenfalls in unseren Gesellschaften, mit einer Dauer von 80 Jahren ausgestattet sind und dass in eher Schmerz und Leid eine relativ geringe Rolle spielt. Also das Verschwinden des Todes als ein Faktor, der ins Leben permanent eingreift. All das sind Fortschritte. Wir müssen nur bescheiden sein und uns daran erinnern, dass wir letzten Endes doch Menschen sind mit ihrer fragilen Ausstattung. Und wenn wir das akzeptieren, kann man sagen, es ist ein Fortschritt. Also sozusagen Sicherheit im totalen Sinne wird es nicht geben, wie es auch kein Glück in diesem Sinne gibt. Aber es gibt eine approximative Annäherung durch die Minimierung von Unsicherheiten und die Eingrenzung von Unglück. Herr Professor Mentler, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Stammpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Diese Sendung können Sie wie immer auch im Internet sehen, und zwar auf www.nzz.ch. Es würde uns freuen, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, sagen wir, auf Wiedersehen.